Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Fallout 3. Ja, eine halbe Ewigkeit ist es her, dass ich dieses Spiel aufgenommen habe, da ich jetzt erstmal Lego Harry Potter komplett in den Vordergrund gedrängt habe. Das soll unseren Spielfluss aber nicht stören. Wir waren hier stehen geblieben nach dem Add-on Point Lookout. Mein Computer geht gerade ein bisschen ab. Entschuldigung deswegen. Und wir reisen erstmal zurück nach Schule von Springvale. Was ist denn da? Ah, das Griffbäckchen. Nee. Ah, ja. Nee, wir reisen aber erstmal nach Megaton und werden da unser Inventar etwas erleichtern. Wer sich erinnert, im Addon haben wir ja eine Menge Kram gesammelt. Und das ist jetzt Zeit, dieses loszuwerden. Lalala, mein Computer geht immer noch verdammt ab. Übrigens, mit diesem Video ist nun auch das neue Mikrofon in Fallout 3 angekommen. Ein kleiner Applaus dafür, bitte, Leute. Ich hasse diese Einrichtung. Haben wir eine neue Puppe gefunden? Nein, haben wir nicht. Schade. Ich hoffe, es verläuft heute alles Ja, rund. ja, ja, ja. Schweigroboter. Aktenschrank. Boah, Computer, komm mal klar. Was können wir hier reintun? Die ganzen Biogaskanister. Eine doppelläufige Flinte. Gatling Laser. Die Granaten verkaufen wir. Werden wir auch nicht mehr benutzen. Werden wir auch nicht benutzen. Brauchen wir nicht. Metallsprenger behalten wir. Kampfflinte behalten wir. Jagdflinten verkaufen wir. Infiltrierer werden wir auch vorerst nicht mehr benutzen. Jagdflinten verkaufen wir, wie gesagt. Verkaufen wir. Hinterwäldlergewehr. Packen wir mal weg. Ah ja, das war ja das Unterhebereptil. Gewehr in der Spezialvariante. Kleidung. Gauner-Outfit. Hochleistungsstrahlen. Kampf. La. Ah, stimmt. Dafür müssen wir zu Sharon gehen. Alles klar. Hilfe behalten wir erstmal alles. Haben wir Nuka-Cola Quantums? Ja, haben wir. Sonstiges. Nee. Dit riecht erstmal. Wir brauchen irgendeine Waffe. Ja, nehmen wir den Metallsprenger. Besser geht's ja nicht. Raus hier. Wir Ein. danken Ihnen für alles, was Sie für Ja. Gib schon her. Dankeschön, Dankeschön, Leguan am Stiel. Super. Was Besseres habt ihr denn nicht? Wir müssen nach Underworld. Underworld, Underworld. Geschichtsmuseum, Geschichtsmuseum. Alles klar. Ja, wieder ein bisschen reinfinden in das Spiel. Ist wie gesagt schon etwas länger her, dass ich das aufgenommen habe. Ja, weil jetzt das Abitur losgegangen ist, betone ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal. Damit ihr nicht denkt, das ist grundlos. Weil das Abitur losgegangen ist, habe ich jetzt dreimal in der Woche, dann 3 von 5 Tagen, bis 4 Uhr Schule. Und danach dann mehrere Projekte aufzunehmen, ist gar nahezu unmöglich. Daher bleibt es dann überwiegend bei einem Projekt und da habe ich jetzt erstmal Lego Harry Potter die Jahre 1 plus 4 knallhart durchgezogen. Fertig aufgenommen und daher geht's jetzt hier erstmal mit Fallout 3 weiter. Das Rauschen von meiner alten Grafikkarte ist weg, ich habe mir eine neue gegönnt. Dafür läuft der ganze Spaß jetzt flüssig auf 30, nee, 60 FPS, das ist super. Hey. Ja. Beweg dich, Sharon. Ja. Ausrüstung tauschen. Ja, ihr fragt euch, was ich vorhabe. Wartet einfach ab. So. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Kleidung. Die reparieren wir mit der ausgestoßenen Rüstung. Wir selber ziehen jetzt den Powerhelm und die Powerrüstung an, weil die einfach cooler sind. Haben jetzt. So. Wenn meine Rechnung aufgeht, die Rüstung sieht doch cool aus, oder? Das ist nämlich die richtige Was darf denn Power-Rüstung. sein? Ach, gar nix. Tauschen. Alles klar. Dann kriegt der jetzt von uns die beiden. Die und die. Und alle sind fröhlich. Auf Wiedersehen. So, Sharon kommt wieder mit uns. Das ist sehr schön. Das freut mich. Und wir gehen jetzt das Cliff Bashney zerstören.
Mit unserem Metallsprenger haben wir nichts zu befürchten. Ich denke mal, selbst Todeskrallen sind jetzt kein Problem mehr für uns. Das heißt, wir haben das Spiel so gut wie gemeistert. Es fehlt auch nicht mehr viel. Zwei Add-ons und die Hauptstory. Dann hätten wir eigentlich das Wesentliche geschafft. Es gibt natürlich noch ein paar Nebenmissionen. Aber grundlegend haben wir wirklich schon relativ viel geschafft. Das zeigt ja auch unser Level. Ja, das Dunwich-Gebäude ist aber hier unten. Warum ist denn da oben Marker? Bei der Springvale-Schule. Verstehe ich absolut nicht. Aber okay, steigen wir noch einmal hier in die Hölle herab. Hier haben wir ja schon alles drin gesäubert. Wir waren ja auch schon beim Obelisken, wer sich erinnert. Also, hier haben wir jetzt gar nichts mehr zu befürchten. Wir müssen jetzt nur schnell den Weg finden, um uns nicht unnötig aufzuhalten. Ja, so zum Beispiel. Ah, wir müssen unbedingt nachher nochmal nach Megaton und da ein bisschen unsere Sachen verscherbeln. Die Lampe hängt ja gut. Aber das machen wir dann später. Feindesmarkierungen haben wir gar keinen, das heißt, wir können ganz souverän und locker hier langlaufen. Sind wir hier richtig? Muss man nicht hier runter? Ach, Quatsch. Hallo? Sharon? Wo ging's lang? Schnell und unkompliziert, bitte. Funktioniert gerade schon mal nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. War es nicht hier unten? Doch hier, oder? Ja. Ja, ich wollte schon sagen, ich war mir relativ sicher. Und war dann gerade ein bisschen irritiert. Aber okay. Wie gesagt, wir müssen ja nichts mehr befürchten. Daher laufe ich jetzt einfach mal locker, flockig durch. Hier mussten wir nach oben gehen, meine ich zumindest. Ich meine, wir haben Point Lookout geschafft, was an sich ein relativ schweres Add-on ist. Dann haben wir hier vor diesem Spiel wirklich nichts mehr zu befürchten. Außerdem, die Gruselatmosphäre ist hier insofern gelöst, dass wir das Ganze schon kennen. Aber okay, vielleicht kommt doch noch der ein oder andere Gruselmoment. Glaube ich zwar nicht, aber man kann ja noch hoffen. So, hier unten ging es noch weiter, oder? Täusche ich mich da? Ja, verseuchte Unterkammern. Sehr schön. Bin ich hier richtig? Ja, hier haben wir auf jeden Fall die eine Wackelpuppe gefunden, da erinnere ich mich noch dran. Aber geht's jetzt auch zum Obelisken? Das ist die Frage. Ja, geht es. Sehr schön. Hier war doch auch der eine, genau hier. Jane, genau. Und da haben wir den Obelisken. Oh, sorry. Und können hier das Griff Bashni zerstören. Dieser Obelisk hat dieselbe Entstehungsgeschichte wie das Griff Bashni. Schon die Nähe zu ihm jagt ihnen eine Gänsehaut ein. Drücken Sie das Griff Bashni gegen die Oberfläche des Obelisken. Ja, Aufgabe erfüllt. Griff Bashni zerstört. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir nochmal zu Black Hall gehen und den ein bisschen damit mobben. Dass wir das zerstört haben, aber... Ich denke mal, das ist nicht so in unserem Interesse. Wir wollen lieber gucken, dass wir schnell wieder rauskommen und nach Megaton kommen, um da ein bisschen zu handeln. Wird mich langsam Zeit, dass wir ein bisschen Kram loswerden. Können wir sicher eine Menge Kronkorken draufschlagen. Hier oben war eine Abkürzung, das weiß ich noch. Ganz düster erinnere ich mich noch. Sharon folgt uns auch, das ist sehr schön. Hier war die Wackelpuppe, genau, Dunwich Building. Ja, Sharon, erschreck mich noch mehr, du Behinderter, ey. Jetzt sind wir hier oben. Bin orientierungslos. Kann man jetzt nicht direkt in den Eingangsbereich? Doch, kann man.
Sehr schön. Gut, haben wir das geschafft. Raus hier. Und wir haben das Cliff Bashley zerstört. VATS ist auf V, genau. Alles wie gehabt. Alte Geschichte hier. Albino. Oh, ach okay, ich glaube, die spawnen jetzt, weil wir so ein hohes Level erreicht haben. Die sind böse. Was man auch unschwer an den Lebenswerten erkennen kann. Aber ebenso wenig an der Erfahrung, die wir dafür erhalten, denn die ist auch enorm. So, wir laden nach, gucken auf die Karte und erstmal die Schnellreise nach Rivet City. Moira ist ja ein bisschen inkompetent, wenn es ums Handeln geht. Die hat ja nie was. Ich denke mal, die Brücke wird jetzt wieder weg sein. Behaupte ich einfach mal. Mal schauen, ob ich recht habe. Nee, bist du nicht. Rivet City, du hast gewonnen. Und danach würde ich sagen, was machen wir denn danach? Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir könnten ein Add-on machen. Aber dafür würde ich gerne eine ganze Aufnahme neu beginnen. Das heißt, in dieses Video würde ich gerne eher noch etwas Nebensächliches reinquetschen. Mal gucken. Erstmal hier mit dem Waffenhändler. Sie haben wohl beschlossen, sich... Ja. Handeln. Ja, wir haben erstmal eine Menge zu verkaufen. Wir verkaufen die alle. Wenn wir welche brauchen, wissen wir, wo wir sie finden. So. Nee, danke. Nee, danke. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Und Mikrofusionszellen. Sehr schön. Damit sind wir schon wieder über dem Wert drüber. Munition war schon richtig. Wir haben bestimmt ein paar Raketen, oder? Wusste ich's doch. Und Vorkriegsgeld. So. So scharf auf Kronkorken sind wir nicht. Sonst noch etwas brauchen. Ja, tschüss. Wir haben mittlerweile genug Kronkorken, daher ist es relativ uninteressant. Wir haben aber wieder mehr Munition. 2024 Schuss für unseren schönen Metallsprenger. Das ist wirklich richtig ordentlich. Hülle von Rock Creek. DuPont Station. Robco-Werk. Wir werden jetzt mal vom Robco-Werk ein bisschen Richtung Norden gehen. Ist jetzt ein bisschen Freerunning, aber ich denke mal, es lohnt sich in diesem Video nicht sonderlich, noch etwas Neues anzufangen. Daher, wie gesagt, ein bisschen Freerunning am schönen Morgengrauen. Frisst ordentlich Videogröße, wenn ich am Tag aufnehme, aber es soll mich jetzt mal nicht stören. Ich will euch ja die beste Unterhaltung bieten und die gibt's, wie ich finde, nun mal am Tag. Robco-Werke haben wir auch schon erkundet. Hier müsste auch irgendwo der Tenpenny ja, da ist er, ja. Red Riesen Skorpion, Reservistengewehr gegen Todeskralle. Ja, Riesen Todeskralle gewinnt natürlich. Wäre ja auch nicht anders. Ah, okay. Hätte ich auch nicht anders erwartet, aber ihr fehlen schon ordentlich Leben. Und ihr seht, gegen den Metallsprenger hat selbst eine Todeskralle null Chance. Die Waffe ist der Ultra-Sheet in diesem Spiel. Die ist einfach, ja, ein bisschen überpowered, möchte ich schon beinahe sagen. Aber stört uns nicht. Wir haben sie auf fairem Wege in The Pit bekommen. Daher behalten wir sie jetzt auch. Wäre blödsinnig, jetzt nicht mit der zu spielen. Okay, da vorne haben wir den Wegpunkt mit einer wackelnden Textur. Nicht mal Erfahrungspunkt abbekommen. Ja, Yaoguai sind ja Verbündete. Raider aber nicht. Okay, um die hat sich der Yaoguai gekümmert. Können wir verkaufen. Munition wiegt nichts, nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, lecker. Kraftwerk VAPL84, okay. Mini-Atombombe.
Brennstoff für einen Flammenwerfer. Leicht verschlossen, das sollte kein Problem sein. Energiezellen und Pfeile. 10 mm Munition. Jo. Naja, jetzt nicht so weltbewegendes. Sharon läuft wieder provokant ins Bild. Wer von uns beiden ist hier die Hauptrolle, hä, Sharon? Achso, hier ist das Kraftwerk. Die kann man doch einschalten, oder? Ich habe immer noch nicht verstanden, warum man die einschalten kann, aber ich meine, man könnte die alle einschalten. Wir gucken mal eben. Oder waren das die Radiosender, die man einschalten konnte? Nee. Schade. Naja. Haben auch keine Wegmarkierung mehr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt. Haben hier eine schöne Wegmarkierung bekommen. Es ist nicht mehr ganz so kahl hier in der Ecke. Und haben ja doch schon viel entdeckt, oder? Hier in der Ecke fehlt noch was. Hier oben fehlt noch ein bisschen was. Der Block hier kommt später noch. Paradise Falls. Wo ist das eigentlich? Hier. Das gucken wir uns auch noch an. Hier die Gegend gucken wir uns noch an und ansonsten haben wir das Wichtigste eigentlich schon. Dann würde ich sagen, Aufgaben, das Wasser des Lebens, dann werden wir uns das nächste Mal ein wenig mit der Hauptstory auseinandersetzen. Dafür reisen wir schon mal zum Jefferson Memorial. Hier sind nämlich auch schon die ganzen, ja, Wissenschaftler mit unserem Vater versammelt. Ich mache einen richtigen Speicherstand. Wie viel Spielzeit haben wir mittlerweile eigentlich? Das interessiert mich gerade. Ja, 37 Stunden ist ganz ordentlich. Dann würde ich erstmal sagen, das war's an dieser Stelle. Von mir, von unserem Helden im Ödland. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, es wird spannend. Wir machen mit der Hauptstory weiter und erfahren etwas mehr über Projekt Purity. Also Leute, bis dann.